Hallo, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mind Over Magic. Und ich hoffe, du, wie du jetzt da vorne zuschaust, bist jetzt schon in der vierten Folge dabei und schaust zu. Also ich meine, hast alle anderen Folgen auch schon gesehen, ja? Mind Over Magic, Early Access Titel, seit 14. Dezember auf Steam erhältlich, rund 20 Euro gerade aktuell, weil im Sale. Finde ich, lohnt sich definitiv, wenn man so ein bisschen dem Englischen mächtig ist, und man sollte sich auch nicht abschrecken lassen, man lernt mit der Zeit also auch die Begriffe, die einem jetzt nicht so geläufig sind, wie zum Beispiel Zauberstab, ja? Wer weiß schon, was Zauberstab auf Englisch heißt, außer ihr habt vielleicht Harry Potter gesehen auf Englisch. Was haben wir uns für heute vorgenommen? Für heute werden wir erstmal das Superior Repeal Fog Ritual machen. Das beginne ich jetzt einfach mal. Wir werden halt sehr viel hier investieren müssen. Aber ich denke mal, das wird sich lohnen. Amps, das ist das Erste. Learn about Rain and Durability. What the heck? Sprechen ist echt schwierig. So, Rainstorms are frequent and cause durability damage to furnishings and reagents that are not covered by a roof or in storage. Rain can even seep through exposed floors and get rooms below. Okay, aber eigentlich, naja, die müssen die Möbel repariert werden. Reagents, on the other hand, cannot be repaired. Instead, one item in a stack will be destroyed each time the stack reach zero durability. Ich glaube, das ist hier ein Schreibfehler. Okay, wir werden jetzt gleich hier Rain Incoming haben. Performing Superior Fog Ritual. Skill Learned Level 2. Das ist ja nice. Ist es das hier? Nee. Warte, ist es hier? Hier. Earth, nice. Das ist auch noch am Stissel. Also wir werden das Ritual hier abwarten und dann werden wir hier unten, das haben wir in der letzten Folge entdeckt, in die Unterwelt gehen. Ich bin sehr gespannt. Wir können hier exploren. Delving deeper may have consequences. Underscore Exploration Difficulty. Spannend. Aber für jetzt müssen wir erstmal sehen, dass wir den beginnenden Regen irgendwie. Das kann natürlich die Treppe, das Treppenhaus jetzt hier kaputt machen. Das wäre nicht so schön. Ich würde auch vorschlagen, dass wir hier schon mal anfangen zu constructen. Ja. Ist die Frage, machen wir hier noch einen, wir machen hier einen Roof drauf, auf jeden Fall, würde ich sagen. So vielleicht, ha? Mal gucken, ob wir das vielleicht ein bisschen kleiner gestalten können. Ja, so würde ich sagen, oder? Weiß gar nicht, was das ist. Adjust Roof Wonk. Wonky Wonky. Ja, so ein bisschen höher finde ich es schon schön. So machen wir es. So sieht das gut aus. Dann machen wir hier oben einen fetten Schlafsaal draus. Dann haben wir unten auf jeden Fall nochmal ein bisschen gespart. So, wir brauchen auch Viscaras wieder. Oh oh, Rain incoming. Oh, what the heck? What the heck? Guckt euch das an. Das ist ja der Hammer. Wir haben das ja richtig weit weggetragen. Dann werden wir den mal hier meinen. Und zwar mit höchster Priorität. Was haben wir hier oben noch? Craw Nest. A nest that spawns Craw. Ja, keine Ahnung, was das ist. Harvesten. Hier, wir harvesten erstmal alles mit höherer Priorität. Was uns nicht. Bristol Crown. Ja, 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 ja. Harvesten. Go for it. Ganz neue Art von Baum. Und das. Destroyen wir mal. Warum auch immer nicht. Ich meine, wer weiß das schon. Mandrake. Hier ist noch ein Misty Crystal. Bis jetzt haben wir uns immer wieder nur auf der rechten Seite aufgehalten. Smokereed. Smokereed. Ja, go for it, Freunde.
Hier sehe ich, haben wir das Bett gebaut, das ist gut. Wir brauchen halt mehr Holz, das sehe ich natürlich auch. So. Chop, chop. Hier, Schattenbaum. Hervorragend, hervorragend. Aber hier wird schon wieder unterrichtet. Das ist natürlich auch irgendwie schön. Ja. Bitter Rice Plot. Come on, go for it. Mehr haben wir gerade nicht, ne? Okay, wartet, wartet, wartet. Wir hatten ja gesagt, wir gehen jetzt hier runter. Dann gucken wir doch mal. Send mages to open the door. Sind wir da schon soweit? Fühlen wir uns da schon sicher genug? Ich weiß es gerade nicht. Oh, auch hier gibt es richtig viel Zeugs. Nee, wir machen mal Folgendes. Lalalala. Wir machen mal hier weiter. Und sammeln erstmal. Oh, das ist richtig gut gewesen, dass wir das hier zurückgesetzt haben. Und er baut das jetzt hier mal. Oder er destroyt das erstmal. Das mit dem Balken, habe ich letztes Mal schon gesagt, verwirrt mich. Das ist quasi der Fortschrittsbalken in andere Richtung irgendwie. Ne, so. Okay, jetzt geht's los mit Regen. Ach, so, haben wir irgendwo Probleme? Was ist das hier eigentlich? Ach, schön, wenn man auf Pause schaltet. Das ist super, wenn das... Crafting Corps Meals. Wir haben noch 7 Meals. Gutberry, Gutberry Soup 2. Okay, wir haben noch 7 Meals. Das heißt, einen Tag können wir uns das noch erlauben. Wir geben dem aber auch eine höhere Priorität. Und Cooking, da hatten wir gesagt, machen wir diese Bitter Gruels. Okay. Das ist natürlich Kacke mit dem Mistwetter hier. Eieiei. No research selected. Okay, wir haben jetzt Skill Level Learned. Presider ist jetzt wahrscheinlich hier bei Dark, wahrscheinlich, nehme ich mal an. Und wir haben jetzt hier neue Sachen erforscht. Dann gucken wir mal. Furniture, da haben wir jetzt hier das Medical Bed. Das werden wir aufstellen, sobald wir... Ja, sobald wir diese Dinger hier oben hingebaut haben, die Betten. Entschuldigt bitte. Ansonsten ist, glaube ich, gerade nichts anderes zu tun. Wir könnten natürlich jetzt mal gucken, ob wir das nächste researchen. Das war schon wichtig hier, ne? Aber ich finde es auch nicht schlecht, wenn du mal ein bisschen Basic-Arbeiten leistest. Also wenn ich das mal tue. Ich bin ja der hier. Shopping Sunshadow Trimp. Ja, wundervoll. Not enough resources for research. Ach, das waren die. Naja, dann müssen wir die nochmal pausieren. Critical Care. Das heißt, wir können erstmal nur die ganzen... Basics machen. Das können wir mal machen. Und jetzt geht er auch wieder rein. Warte, warte, warte. Wir werden das nochmal pausieren, damit du erstmal noch ein bisschen normales Zeugs machst, genau. Damit wir ein bisschen vorwärts kommen. Ich würde das ganz gerne noch aufbauen, damit wir das haben. Genau, Punkt. Holt sich neues Mana. Und beim Kochen haben wir 2 Leute, die das machen. Finde ich gut. Oh, hier tropft es durch. Oh, 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 oh. Oh, ja, ja, ja. Hier tropft es tatsächlich durch ein bisschen was. Hier tropft es auch durch, Alter. Hier tropft es nicht durch, ne? Ist ja ein schönes Dach oben drüber. Aber das hier ist natürlich jetzt bitter.
Being constructed 50%. Machen wir mal auf Priority 5, damit wir hier mal vorwärts kommen. Ja, ja genau, mach mal. Sehr gut. Hervorragend. Jetzt kommen die da hoch. Das ist gut. Dann können die das Zeugs da machen. Guck mal, da liegt noch was. Wand Shaper. Nature Wand. Das müssen wir mal hier einpacken. Das ist jetzt mal ein kleiner Kritikpunkt. Man kann teilweise nicht sehen, was es da zu tun gibt. Ne? So, und er schleppt hier die Holzsachen nach oben. Auch nicht verkehrt. Wir müssen nochmal für die Lampen gehen, fällt mir ein. Können wir nicht, da fehlt es an Viscera. Okay. Der repariert das jetzt hier. Aha. Gucken wir doch mal. Was haben wir denn bei den Schülern? Könnten wir doch eigentlich sammeln, sammeln einstellen. Was ist denn hier sammeln? Construct, assemble, cook, charge, refill the charge in Mana Lantern. Da. Beast Care. Cook, assemble, construct, wands, harvest. Create wands. Ne, das müssen wir gar nicht. Harvest. Ne, ist eigentlich auch nicht. Shop, Hunt, Mine, Quilt. Skill requires create undead helpers. Alchemy, Paint, Carve. Skill required create stages. Scriven, create and copy scrolls. Repair. Clean. Get rid of messy crafting byproducts in the school. Can do. Okay, ja, aufräumen finde ich. Die Studenten müssen sich halt hocharbeiten, so ist es halt. Hall. Move items by carrying hall. Or teleporting them. Ja, das ist auf jeden Fall euer Main Job. Ja, wenn sie dann keine Schüler mehr sind, dann kann man immer noch mal gucken. Jetzt müssen sie erstmal Stuff einsammeln. Ja. Und die anderen machen den anderen Kram. So, so ist das nämlich hier. Ja. No research selected. Das ist okay. Storage. Wir bauen auch noch mal eine Chest, würde ich sagen. Hier ist es ist so ein bisschen so ein Allzweckraum. Ne? Man kann sich die Räume hier angucken. Ist halt kein... Na, ein Schulraum soll es eigentlich nicht sein. Dining Room. Kann man mal gucken. All floor must be foundation. Hoppala. Oh, fuck it once in. What? Das ist dann relaxed, ja? Das ist interessant. Das ist wirklich interessant. Also wirklich alles andere als relaxed. Wir brauchen nochmal Viscera. Gucken wir nochmal nach den Ratten. Ich möchte ganz gerne die... das Lightning ordentlich reinböllern. Und ich glaube, die Ratten, die können das vertragen. So, und auch hier, glaube ich, würde ich nochmal am Ende so ein bisschen... Schule ein bisschen abknapsen wollen. Hier werden jetzt noch Sachen hergestellt. Das ist eigentlich alles gut. Wo sind denn unsere Schüler eigentlich? Wartet mal eben, wir müssen mal ganz kurz, ich möchte mal ganz kurz durchchecken. Sleep. Naja, Sleep, die sind schon auch angeschlagen. Ja, wir wollen es nicht übertreiben. Oh ja, oh ja. Ja, ja, die müssen dringend schlafen. Alles klar. Ich wollte sagen, sonst müssen wir vielleicht eine Nachtschicht einlegen, aber... das ist vielleicht nicht so gut. Okay, die tragen tatsächlich Zeugs rein. Chest. 10 von 10.
Ah, die tragen nichts rein, weil sie, guck mal, der kocht. So koche ich übrigens auch immer, ne? Einfach mit dem Feuerzauberstab schön auf den Herd bollern. Also die Frage war, ob wir denen vielleicht eine Stunde Schlaf klauen. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mal gucken, ob sie mit 6 eigentlich auskommen. Schauen wir mal. So. Schlaf. Ja, es nimmt langsam zu. Was sind denn die anderen da aufgestellt? Also die Lehrer sind alle gleichermaßen. Die Schüler sind ziemlich erschöpft. Ja. Weiß gar nicht, woher das kommt. Alert, also aktuell brauchen die theoretisch keinen Schlaf, ja? Naja, wir geben ihnen die Schlafzeit, die sie brauchen, warum auch nicht? Unser Geist arbeitet in der Zwischenzeit hier an Misty Crystal. Auch nicht schlecht. Den hier können wir auch definitiv mal abchoppen. Holz ist, glaube ich, immer ein Problem. Ah ja, jetzt haben wir gerade genug Holz. Stone ist ein Problem. Cancel. Ja, ja, ja. Wir haben hier eigentlich alles schon eingestellt, ne? Jetzt halt das Problem, wie in jedem Spiel, also mein Problem zumindest, dass ich halt irgendwann zu viele Arbeitsaufträge vergebe und dass man dadurch überhaupt nicht vorwärts kommt. Okay, habt ihr gerade den Mond da oben gesehen? Ein halber Mond bei klarem Himmel. Naja, also. Das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Ich verstehe schon das Konzept, aber ich finde, es sah ein bisschen komisch aus. So, hier können wir nochmal ein paar Lampen hinsetzen. Warte, warte, warte. Da haben wir noch eine Lampe. So, und hier auch nochmal eine. Vorrangig. Mir das Lightning-Prinzip hier nochmal an. Also in so kleinen Räumen, Entschuldigung bitte, scheinen 2 zu reichen. Was wollen die hier abdecken? Aber hier scheint es nicht zu reichen. Bei Lightning können wir auch mal gucken, ob wir da nicht eine etwas größere, hier ein größeres Lightning-Stings bauen. Hier zum Beispiel 125. Oder hier Luxury Lightning 180. So, was hatten wir hier? Die Graveyards für 100. Was können die denn? Placeable on the ground. Harvest Holy Hollow Lily Bloom. Na gut, machen wir die doch zuerst. So. Aber ich würde sagen tatsächlich, dass wir jetzt hier gleich mal reingehen. Jetzt können wir hier tatsächlich 2 Studenten nehmen. Hoppala. Lightning 2, Air 2. Wir nehmen mich natürlich, ist ja klar. Und wir nehmen Earth. So. Explore the next room in the underschool. Danger lurks around every corner, so prepare yourself for the fight ahead. Gar kein Problem. Potion of Greater Rejuvenation. What? Bring supplies. Machen wir es mal so. Fill Mana before Battle. Begin Battle. Haha. Es wird spannend, oder? Jetzt geht's ab hier. Stehen die sofort auf? Was machen die? Momentchen mal. Müssen wir Battle? Recreation. Select to assign recreation times. Relax at recreation first things. Okay, warte mal. Dann machen wir doch mal das hier rein. So, guck mal, eine Stunde für alle. Sleep, eat. Okay. Wo lauft ihr denn hin, Freunde? Müsst ihr jetzt nicht hier runterlaufen? Oh, einer ist schon da. Wir warten hier noch auf Mark Akar Brisada.
Gut, Brisader kommt ja immer zu spät. Das haben wir ja schon gelernt. Aber die anderen beiden... Wartet mal. Research. Was ist denn Beast Care? Keep your refining beasts happy and working well. Charge. Refill the charge in the mana lantern. Assemble, construct, wounds, harvest tools, destroy, chop, hunt. Das gilt nur für die Tierchen. Mine, quilt, alchemy, paint, carve. Carve? Skill required for you to create stitches. Repair, clean, water, hold. Nö, da müssen wir abwarten. Da müssen wir abwarten, bis sie kommen. Max ist auch gleich da, okay. Exploring Dungeon, ah ja, er bewegt sich jetzt langsam. Okay, wir machen mal ein bisschen schneller vorwärts. Wir warten jetzt nur noch auf Brisader. Ah ja, okay, da ist es auch schon, das Tierchen. Und er geht runter in den Keller. Jetzt wird's spannend. Ich hab so Bock. Okay, what? Pause. What? Okay, jetzt kommen wir in einen anderen Teil des Spiels. Und zwar in rundenbasierte Kämpfe. Tatsächlich. Noch nie gemacht. Wahnsinn. Krass. Belcher 120. Earth Armor. Adds 60 Armor and round 2 to the caster. Smash. Attacks an enemy, deals plus 20 damage when at full HP. Nice. Potion of Reading, move. Flee Pass. Nein, 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 nein. Wir machen hier. Wir casten hier einmal den Belcher. So, 45 nämlich. Attacks any target. Total damage 22, base damage, recharge. An ally regains 30 mana and gains 30 speed. Gerade hat ja Akal gemacht für 10. Ach, das ist also das kostet, was es kostet. Und das ist das, was es an Schaden macht. Wir erledigen ihn zuerst. Er ist nämlich auch zuerst dran. So. Und jetzt ist meiner als nächstes dran. Fireball. 20 Mana. Wir haben am meisten Mana. Adds retailable 15 to allies in the targeted row. 50% Crit-Chance für den Feuerball, Junge. Schade. Jetzt ist er dran, er macht 25 Schaden. Aua, wir brauchen das Medizinbett. Aua. Ah, wir haben auch Death Protection hier. Protection, Entschuldigung. So, wer ist dran? Audrey ist dran. Audrey kann Multi-Strike 1 machen. Adds Shield 1 to the targeted ally. Ja, müssen wir schon irgendjemanden schilden? Brisader vielleicht, ne? Ah, wir gehen mal eine Runde für... für egal. Machen wir Multitask, Multi-Hit hier. So, und den meschen wir jetzt aus dem Leben. Wow! Und das müsste eigentlich ein Achievement geben. Ich gebe mir jetzt selber ein Achievement. Wow, habe ich das gut gemacht. Okay. Nächste ist dann hier. Mana kostet. Ja, können wir uns auch leisten. 80. Oh, wir müssen Akar schützen. Akar hat wirklich. Uiuiui. Richtig ordentlich auf die Mappe bekommen. Recharge. An ally regains 30 Mana and 30 Speed. Können wir uns nicht leisten. Okay, Feuerball. Adds Retaliate 15 to allies. Was ist denn Retaliate? When attacked, a mage with Retaliate will damage the attacker. Das machen wir mal auf uns, glaube ich. Wow, nice. Bams, zack. Bams, zack. Oh, ist das geil. Okay, Audrey ist dran. Shield of Wind. Adds Shield to the targeted ally. Ich muss ihn hier auf jeden Fall schützen. AK ist einfach nicht unser Mann, ne? Das ist einfach schwierig. Und wir smashen den jetzt mal. Wir sind leider nicht Full HP. Vielleicht müssen die auch Full HP sein. Er macht halt ordentlich Damage, ne?
30 Mana. Wir haben noch genug Mana. Oder gucken wir mal. An Ally regains. Na komm, wir machen mal lieber Schaden. Ach, was für ein schönes, abwechslungsreiches Spiel. Haben wir noch Retellet? Wow, Feuerbein. Patsch. Sehr gut. Der ist richtig geschützt worden. Jetzt hauen wir alles drauf, was geht. Multistrike, auf geht's. 16 Schaden, hervorragend. Smash. 25 Schaden. Bolt. 27 Schaden. Jetzt müssen wir hier irgendwie... Jawohl. Einen Crit machen. Hervorragend. Bams. Victory. Entschuldigt meinen Husten bitte. Wir bekommen 3 Rattengedärme, 50 Steine, 20 Iron und 2 Arcane Scrolls. Malicious invasions have begun. Events unlocked in the underscore recur in the future. Das ist bedauerlich. Eieiei. Okay. Ja, wir müssen jetzt tatsächlich dieses Medical Bed. Können wir das schon? Ich glaube, das können wir noch gar nicht, oder? Ich weiß gar nicht genau, verdammt. Du, das können wir doch schon bauen. Wir brauchen nur noch Phoenix Flower. Okay. Das heißt, wir gucken jetzt mal eben hier nach Phoenix Flowers. Hier gibt es keine mehr. Aber hier müsste es noch welche geben. Ja, guck mal hier, Phoenix Kisses. Aber mal ganz schnell harvesten hier. Wundervoll. Also mir hat es Spaß gemacht. Mir hat das richtig Spaß gemacht. Das läuft doch hier richtig gut. Ja, und in der Zwischenzeit isst er erstmal hier was. Ja, lass dich nicht stressen, ne? Da müssen wir mal gucken. Akar war irgendwie nicht so richtig gut. 80-80. Aber er scheint jetzt wieder Full HP zu sein, ne? Ah, nein, Full HP nicht. Aber achso, das sind seine Stats hier tatsächlich. Okay. Und auch er braucht eigentlich Hilfe und Heilung. Wir gucken mal, das Medical Bed sollte als erstes gehen. Oh, was haben wir denn da alles? Void Cap destroyed by Gremlin. Whitecap. Gremlin? Wir müssen den Gremlin töten. Learn about medical rest. Okay. Mages who take HP damage need to rest in order to recover. Building a medical bed enables mages to take medical rest and restoring their HP. Change mates medical rest priority relative rather than rest. Okay. Verstehe. Learn about gremlins and clutter. Gremlins are nasty beasts that materialize in rooms containing clutter. Lose reagents, potions and meals for them to destroy. Use fire to hunt them. To prevent gremlin infestations, build a chest and make sure mages have time to haul things to storage. Alles klar, also je mehr Zeug hier rumliegt, desto schlimmer. Oh, jetzt habe ich das weggeklickt, naja. Underscroll Chamber cleared. Hervorragend. Learn about Arcane Adept and Seven Scrolls. Interessant. Arcane Adept and Seven Scrolls are used to unlock certain research topics. Arcane Scrolls can be found by exploring the Underscroll. Every fight will drop a small amount. Defeating Underlords will create many Arcane Scrolls at once, but these battles can be quite dangerous. Adept and Seven Scrolls are obtained by graduating students or retiring emeritus staff at the Ritual Sigil. All types of scrolls can be also crafted at the Scrivener's Deck. Okay, das müssen wir bei Zeiten dann mal machen. Was haben wir? Wir haben einen Gremlin in der School, da kümmern wir uns gerade drum. Needs Medical Rest 2. Briseda completed defensive. Bla bla bla. Ne, das hier. Das hier wahrscheinlich. Defensiv. Bronze Trial. Completed Bronze Trial. Das ist dann bitte hier. Oder das.
Also ich habe schon das Gefühl, Cleared Underdanks Chamber. Okay, das heißt, wir haben erstmal alle Nachrichten links oben abgearbeitet. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass wir uns für den nächsten Kampf ein bisschen besser vorbereiten müssen. Ja. So, kleiner Gremlin. Eat this. Small Carcass. Was haben wir da bekommen? Small Carcass. Das können wir mal schön einsammeln. So, wahrscheinlich haben wir jetzt hier das Medical Bed schon fertig. Oh, das sind ja Riesenapparellos. Das können wir uns nicht leisten. Ah ja, wir haben nur eins. Gut, es ist halt so. Wir müssen auch die Lampen bauen. Was machst du da? Abracadabra? Battle. Was? Ach, das ist jetzt aber ganz ungünstig, sag ich da aber mal. Okay, pass auf, du gehst mal raus. Wir nehmen ihn mal mit rein. Und hoffen wir mal, dass wir das schaffen. Beginnt Battle. Das habe ich gar nicht gesehen. Malicious Invasion, ja, Unreachable Object. Unreachable Object, weil? Weil wir können doch eigentlich da hoch, die Treppe ist doch fertig. Ach, wegen dem Holzdings hier wieder, ne? Und jetzt haben wir nicht mehr genug? Doch. So, jetzt haben wir es aber, oder? Es ist unreachable. Ich verstehe es nicht. Ach, vielleicht wegen der Lampe hier? Warte mal. Ist es unreachable? Kann doch eigentlich nicht sein, oder? Ich meine, die müssen ja auch irgendwie das hier schon fertig gebaut haben. Hm. Waiting for Audrey. Ach, du ahnst es nicht. Und schon wieder in einem Kampf. Hm. Und das sind schon wieder die gleichen drei. Wir müssen jetzt mal gucken. Ich habe nicht mehr so viel Leben. Aber ich kann mich dreimal wiederbeleben. Das ist ja schon mal gut. Welcher von denen ist denn zuerst dran? Der hier vorne links direkt. Okay. Die haben auch nicht so viel Mana mehr. Also Crusader hat nicht so viel Mana. Das ist bedauerlich. Dann machst du einfach nur Schaden, bitte. So, wir machen hier Critical Hit Chance. Crit 44, hervorragend. So, attacks an enemy and lowers their power and speed by 7. Das sieht gut aus. Oder das hier. Du hast 90 Mana. Gehen wir mal ein bisschen vorsichtig hin. Aua. Aua, ich bin tot. Ich bin tot. Na gut, wundervoll. Multistrike, Windshield. Wir machen erstmal Hit. Wir wissen nicht genau. Move Flee ist auch doof. Eieieiei. Wir haben 5 Mana. Das nützt so gar nichts. Wir passen. Gains 15 Mana in den Immediately. Okay, nützt ja nichts, ne? Wir müssen irgendwie gucken, dass wir die Leute platt machen. Wasser! Batsch! Und weg mit dir. Für, Alter, die hauen aber auch drauf. Was ist denn hier eigentlich mit ihm? Shield of Wind.
Können wir ihn nicht wiederbeleben? A death save prevents mages from dying when suffering a trauma. Earning medallions grants one... Ja, wie kann man das jetzt aktivieren hier? Hallo, wir würden gerne überleben. Bolt, recharge. Können wir nicht. Wir müssen mit dem Schaden. Wir müssen Schaden machen. Gut, unser. Eieiei. Multistrike. Bam, bam, bam. Crusader muss schon wieder passen. Das ist echt bedauerlich. Aber was sollen wir dann machen, ne? Eieiei, der ist echt auch gleich. Ach, der ist nicht gleich tot, der ist jetzt tot. Na gut, ich weiß jetzt nicht, ob unsere Leute das schaffen. Wie viel Leben haben wir denn noch? Audrey hat noch 175. Wir versuchen das. Noch 5, Alter, Alter, okay. Das ist natürlich overpowered. Aber wir wollen ein bisschen Schaden vermeiden. Die machen 25 pro Hit. What the fuck? Okay, pass auf. Wir schützen einmal ihn hier. Ne, wir machen Schaden. Wir machen Schaden. Wir müssen hier einmal passen. 25. Die Schüler reißen's, ne? Das ist krass. Die Schüler reißen's. Was sollen wir da sagen? Wir brauchen... Boah, 5 HP. Wir brauchen vor allen Dingen wirklich... Das wird jetzt wieder nichts, oder? Oh no, oh no. Ah, okay, er hat den anderen angegriffen. Das ist okay. Multistrike und du bist weg. Alter. So, 15 Rollen. Okay, das ist ja schön. Das ist natürlich nicht so schön. Jetzt können wir den jetzt auch hier... Okay, pass auf, wir müssen das hier echt priorisieren. Leben wir jetzt alle wieder? Mark ist irgendwie tot. Wo bist du denn? Oh, du liegst da hinten rum. Bist du das? Okay, wartet mal. Wir müssen vielleicht den wiederbeleben irgendwie. Trauma stripped of safety. 30 Tage in pain. Unconscious. 3,5 Stunden. Okay. Und Bayer liegt daneben irgendwie. Das ist auch unschön. Wir möchten das Medical Bed auf jeden Fall sofort herstellen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bevor der nächste Kampf hier ansetzt. Meine Damen und Herren, das war's für diese Folge auch schon wieder. Wir sind schon wieder bei 38 Minuten. Das ist ja auch der Hammer. Also wir haben definitiv krass was erlebt in dieser Folge. Hier unten liegt auch noch Zeugs rum. What the fuck? What the heck ist hier los? Es macht auf jeden Fall Bock. Es macht auf jeden Fall Bock. Ich sag mal, vielen Dank fürs Zusehen. Euch eine gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Tschüssing.